gonna build a snowman. Come on, let's go and play. Oh my God, oh my God. I never see you anymore. Come out the door, it's like you've gone away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Do you wanna build a snowman? Ich will, es ist frozen. Snowman or ride a bike around the halls. I think some company is overdue. I'm starting talking to the pictures on the walls. Hang in there, Joan. It gets a little lonely. All these empty rooms, just watching the arrows tick by. Please, I know you're in there. People are asking where you've been. They say have courage, and I'm trying to. I'm right out here for you. Just let me in. We only have each other. It's just you and me. What are we gonna do? Do you wanna build a snowman? Das war richtig, richtig cool. Wie heißt denn du? Renata. Renata. Renata, was uns alle brennend interessiert, wie alt bist du? 8 Jahre alt. Acht Jahre alt. Ja. Oh. Renata, willst du mal mit uns zu diesen Stühlen da? Willst du dich mal auf so einen roten Stuhl setzen? Mal gucken, wie das ist. Du kannst dich bei uns hinsetzen, wir haben Platz. Die haben ordentlich Platz hier, die Jungs. Kannst auch bei mir gerne mal. Aber oder auch bei uns da. Wo willst du hin? Darfst du ja aussuchen. Hier. Hier erstmal. Okay. Da ist auch zufällig noch ein bisschen Platz. Du bist 8 Jahre. Ja. Und du stehst hier wie eine gestandene Musical-Darstellerin und singst das. Also ich glaube, das war der süßeste Moment, den ich jemals bei The Voice Kids miterleben durfte. Wir haben da, glaube ich, alle sehr beseelt gesessen und haben so mit uns die Tränchen aus den Augen gewischt und so, weil das so süß war und so schön, wie du das gemacht hast. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Moment. Dankeschön. Ich konnte mich gar nicht mehr einkriegen und ich habe mir vorgenommen, wenn einer was von Frozen singt. Das ist von Frozen? Das ist von Frozen. Wusstest du das nicht? Max, das weiß doch jeder, Mann. Moment, Moment, ich kenne ja die Eiskönigin ganz gut von Frozen. Ich bin ja sehr gut connected in der Gesangswelt. Aha. Ich zeig dir gleich mal was. Also ich bin und dann mit der Eiskönigin Frozen sehr gut. Bin ich sehr gut. Wir sind gute Buddies. Ich habe mir die letzten paar Jahre so ein Buch zusammengestellt, so bestehend aus den besondersten Momenten. Und da war ich mit guten Freunden einfach mal im Urlaub. Und die Eisprinzessin von Frozen gehört auch dazu. Wir waren letztens auf einem Grönland-Trip. Kannst du mal gucken? Das bin ich hier mit der Eisprinzessin zusammen. Und, ja, also da waren wir gerade ein bisschen geschockt. Da ist gerade ein großer Elch vorbei geflogen. Ja, also. Und die kenne ich einfach sehr gut. Wir sind gute Freunde. Wir schreiben uns auch öfters mal bei WhatsApp und auf Instagram. Und ich könnte dich auch gern mit der connecten. Das ist kein Problem. Dazu müsstest du aber in mein Team gehen. Du weißt, ich habe auch manchmal eine kleine Eiskönigin in mir. Ich finde die Eiskönigin auch ziemlich cool. Ich interessiere mich auch sehr für Musicals und habe auch schon mal eins geschrieben. Deswegen, ich würde mich tierisch freuen, wenn du zu uns kämst. Danke. Also Renata, du sitzt schon auf dem richtigen Stuhl, das weißt du ja. Dein Bauchgefühl, das hier, das sagt dir ja, in welche Richtung du am besten gehen solltest. Und
Meine Empfehlung ist, immer darauf zu hören. Aber sie kennt die Ice Queen nicht persönlich. Ich kenne die Ice Queen. Hey, aber ich kenne die Songs von der Ice Königin im Gegensatz zu dir, Baby. Ich kenne Let It Be von der Ice Königin. Renata, hast du dich eigentlich so schon entschieden? Schon mit wem ich gehe. Du weißt es schon? Okay. Dann macht es, glaube ich, keinen Sinn, ne? Wenn wir noch weiter auf dich einreden. Ich befürchte, du müsstest auf die Bühne gehen und dich entscheiden einmal. Komm. Du machst das schon richtig. Renata, nur noch mal wegen Mädchenpower und so. Girls, Girls. Girls, Girls, yo. Wer ist deine Eiskönigin hier? Lena. Ja! Oh nein!